Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute im Video der Lachsflammkuchen. Für Flammkuchen ist ein Hilfsmittel unabdingbar, und zwar der Pizzastein. Der Pizzastein hat die Funktion, dass er in aufgewärmtem Zustand den Flammkuchenteig von unten her kost. Also dass der Teig richtig eine schöne Kruste von unten bekommt. Der Rest macht dann euer Grill. Und zwar ist es egal, in welchem Grill ihr das macht. Ihr könnt das in eurem Kugelgrill machen, ihr könnt das in eurem Gasgrill machen, ihr könnt das im Kamado machen, egal in welchem. Ihr braucht eine hohe Hitze, damit es sich eine hohe Oberhitze bildet. Und dieser Pizzastein sorgt für die Hitze von unten, sodass in Kombination mit der Oberhitze ein perfekter Flammkuchen entstehen kann. Wie immer beim Flammkuchen ist das Erste, was wir brauchen, eine cremige Mischung für unten drunter, und die ist wirklich einfach. Etwas Schmand, etwas Creme fraiche, die gleiche Menge wie der Schmand, ein Viertel Teelöffel schwarzen Pfeffer und ungefähr ein Dreiviertel Löffel Salz. Das Ganze mischen wir jetzt. So, und bringen die ganze Menge auf den Flammkuchen auf und gehen damit bis an den Rand. Schön, dass es schön gleichmäßig verteilt ist. Das war es schon mit der Creme. Und jetzt haben wir eigentlich auch nur noch zwei Zutaten, eigentlich drei, also eines ist ein Gewürz. Natürlich beim Lachsflammkuchen der Lachs. Den habe ich aus der Scheibe schön in kleine Streifen geschnitten. Verteile den jetzt hier auch schön gleichmäßig auf den Teig, auf der Creme. Ordentlich was drauf. Sind ja hier nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Und da fehlt noch was. So, wunderbar gleichmäßig verteilt. Und als Komponente, als zweite Komponente, Frühlingszwiebeln in Streifen geschnitten. Verteilen wir auch schön hier auf den Lachs und auf der Creme und auf dem Teig. Jetzt ist er ja schon eigentlich fertig, der Flammkuchen, aber es gibt meinen Lieblingspfeffer von Ankerkraut. Der fermentierte Pfeffer, und der passt da so zu wie einfach die Faust aufs Auge. Und bei mir kommt der auf immer auf jeden Lachsflammkuchen. Wenn ihr den noch nicht haben solltet, könnt ihr natürlich auch grob geschroteten Pfeffer nehmen oder eine Pfeffermischung, je nachdem, was ihr dann halt da habt. Aber es schmeckt auch ohne schon super durch den schwarzen Pfeffer in der Creme fraiche. Flammkuchen ist komplett belegt. Einfach drei Dinge, die drauf sind, und jetzt machen wir das zusammen im Kamado, und dazu gehen wir mal rüber. Ah, da ist er. So, einer meiner absoluten Favoriten im Flammkuchenbereich ist der Lachsflammkuchen. Sieht top aus. Schneiden wir an. Ein herrlicher Crunch. Wunderbar. Ich probiere mal was hier von dem Belag. Na. Ich probiere mal ein richtiges Stück. Wie erwartet, gut. Ganz toll. Fischgeschmack kommt sehr gut durch. Zwiebeln und natürlich der Pfeffer gibt noch ein bisschen Schärfe. Also, besser geht nicht. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr wollt mal das nachmachen, hinterlasst eure Kommentare unterhalb des Videos oder schickt mir mal ein paar Bilder, was ihr gemacht habt.
würde mich über jedes Abo freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video.